Bisher bei Resident Evil Revelations. Dann legen Sie jetzt die Karten auf den Tisch, O'Brien. Und lassen Sie nichts aus. Es läuft einfach alles ganz nach Plan. Dann viel Spaß noch bei der Party auf der Queen Dido, Norman. Raymond erkannte, dass Morgan ein Betrüger ist. Also stellen wir ihm diese Falle. Die ganze Sache mit der Rückkehr von Vetro. Das Versteck in den Bergen. Die Koordination der Schiffe. Alles nur wegen Morgan? Aber noch habe ich nicht aufgegeben. Keith und Quint haben uns noch einen Joker zugespielt. So, und damit seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und Exodon zu einem neuen Part. Resident Evil Revelations zum letzten Part. Resident Evil Revelations mit dem Zwergenfürst. Ja, das ist eine ganz enge Sache hier. Ich weiß mittlerweile, wie ich zu kämpfen habe. Das ist auch hier mittlerweile ein Best-of geworden. Ich habe das schon zweimal durchgemacht, diesen Kampf hier. Ja, es ist einfach etwas schwer, dieser Endkampf. Ist auch kein Endkampf. Der finale Bosskampf. Und ich schnippel einfach das Beste daraus zurecht, so dass ihr nicht in 2-3 Stunden Videomaterial euch angucken müsst, in dem ich 10-20 Mal versuche, den zu besiegen, sondern nach Möglichkeit halt nahezu einen Versuch sehen werdet. Hier ist überall noch Munition und Heilpflanzen, die sollte ich mir vielleicht mal einsammeln. Nice. Zum Beispiel hier. Der kann sich auch so wunderschön teleportieren. Wunderschön in Anführungszeichen. Ja, ist halt sehr scheiße, wenn du den Platz hinter dir stehen hast. Das macht diesen Kampf auch unheimlich schwierig. Was diesen Kampf auch unwahrscheinlich schwierig macht, ist, dass die Munition kaum reicht für diesen Kampf. Dass die wirklich knapp gemessen ist und wirklich prinzipiell jeder Schuss sitzen muss. Das ist mit einem Maschinengewehr natürlich ein bisschen unwahrscheinlich. Man muss immer aufs Herz treffen. Das gibt's dann auch noch. Dass der uns dann hochhebt. Ja. Jetzt haben wir zwei davon. Den richtigen erkennt man daran, dass der solchen ekligen pinken Rauch aus dem Maul ausströmt. Der andere ist nur ein Fake. Der ist nur ein Schatten, der kann uns nichts antun. Und der ist falsch, der ist richtig. Auf den müssen wir schießen und versuchen, die Attacke abzuwehren. Das ist schwerer, als es aussieht.
Ja. Fürst 2 ist auf keinsten Fall drin. Ich habe da mal ein Let's Play von gesehen bei einem anderen YouTuber. Der hat das angeblich beim ersten Versuch geschafft, aber inwiefern das nicht auch zusammengeschnitten war. Überzeugt euch selbst, wenn ihr dieses Spiel spielt. Und das muss man einfach selbst gespielt haben, um zu sehen, wie brutal dieser Kampf ist. Bisher gingen die Bosskämpfe eigentlich. Ja. Bisher ging es in Ordnung. Ach nein, das ist der Faker. Aber als dieser Endkampf, der hat es wirklich irgendwie in sich. Der hat es richtig in sich. Ja, der Linke. Verdammt, da. Und wo bist du? Und da bist du. Da! Stirb! So, muss man wirklich bedächtig handeln. Und am besten alle Attacken abwehren. Und da ist er. So, der da ist es. Da ist er, Munition alle. Nee, 20 habe ich noch, aber ich konnte für den Moment nicht schießen. Was nur? Ach so. Die hockte gar nicht auf dem Boden. So, komm her. Wo bist du? Da bist du. Der ist es. Zack, so macht man das. So, der hat, glaube ich, verschiedene Stufen. Da ist er. Ach, hinter mir. Das müsste die zweite Stufe sein. Drei sind mir bekannt. Munition alle. Oh nein. Jetzt ist mein Maschinengewehr Munition alle. Und auch meine Heilpflanzen müssten jetzt alle sein. Da links. Ah. Ist natürlich räudig mit dem Snipergewehr. Jetzt in diesem Kampf ist das natürlich mehr als schlecht. Ich gehe mal zur. Hopp. Ich wollte sagen, ich gehe zu dieser. Da, zu dieser Kiste. So ist es halt wirklich scheiße, um sowas zu drücken. Mit einer. Ich habe jetzt eine Pistole rausgenommen. Mit einem Snipergewehr hier zu treffen ist fast unmöglich. Ja, die Pistole ist jetzt dementsprechend auch scheiße, aber. Nein, hinter mir ist der richtige. Ach. Mist, gar keine Heilung mehr. Na. Ach, nö. Ihr seht selbst, das ist mit einer Pistole auch sehr schwer zu treffen. Ja, ich nehme mal eine andere. Die Schrotflinte, die ist zwar auch räudig, aber noch ein Treffer, dann sind wir K.O. Wie es aussieht, ich sehe auch gar nichts mehr. Ja. Das dürfte mein Tod sein. Ja. Da hält er mich in den Händen. Da hielt er mich in den Händen.
So. Ich müsste mich eigentlich mal in der Ecke stellen, weil dann ist das nicht möglich, dass der sich auf die andere Seite auf die Liefer stellt. Und dann habe ich die beide vor mir. Und dort rüber zu Chris, wo Chris damals stand. Da habe ich den einen hier und den anderen eigentlich dort hier. Das ist jetzt very blöd. Das links. Wo ist er? Er ist weg. Da ist er. Gemein. Unfairer Kampf. Hinter mir. Ach, scheiße. Nein. Heilmittel habe ich, glaube ich, auch keins mehr. Munition alle. Vergas. Ja, lad in Ruhe nach. Hast du Zeit. Oh, das hat gewirkt. Habt ihr das gesehen? Super. Das hat nicht gewirkt. Hopp, wo ist er? Ja, genau auf der anderen Seite. So wehrt man den ab. Ist auch ziemlich mächtig, diese Pistole. Hopp. Und die wären natürlich keine Pistole. Und wie ist er? Da ist er. So. Schande. Ich habe keine Munition mehr. Frag mich nicht. Wie meint das das? Ach ja, ausweichen. Da war ja was. Ich bin auch so angeschlagen. Ich kann nicht mehr wirklich ausweichen. Er ist überall. Überall und nirgends. Irgendeine Heilpflanze noch. Dann ausweichen. Das ist nicht so schön. Schieß drauf. Wo ist er? Da ist er. Einfach schießen. Ich weiß. Ach Mensch. Ja. Und ihr so. Was habt ihr heute so noch vor? Ich glaube nicht, dass du dich schon verabschieden willst. Ich gegen ein riesiges Monster kämpfen. So, Ja, wie geht's euch denn so? Strahlend schönes Wetter draußen. Ja, auch in der Bude im Let's Play gucken. Ich kann nicht sehen! So. 1. Mai. Na, das ist am 1. Mai hoch. Feiertag. Ein guter Tag, um draußen zu sein, wo man möchte. Ich meine natürlich guter Tag, um drinnen zu sitzen und mal schön einen Bosskampf reinzuziehen. Auf jeden Fall. So. Ich habe gerade eine Vorproduktion. Mach das ja ganz nicht am 1. Mai, mach das ja nicht tagesaktuell, sondern. Jo. Mach das ganze Vorproduktion schon Mitte April. Jo.
Ich sitze gerade die Tage im Schnitt für das große Filmprojekt. 2017 Sommer. Und ja, ich weiß, dass du es bist. Ich muss mal ein bisschen Munition einsammeln. Er ist von Rache besessen, nicht mehr menschlich. Ach. Da will ich mal nichts zu sagen. Menschlich ist das Ding schon lange nicht mehr. Dann war das nie, aber ich wiederhole mich. Ich weiß. Du musst doch nicht dreimal sagen. Chris, ich bin nicht blind. Naja, doch. Schon irgendwie. Bin ich von. Wenn der sich auflöst und dann. Dann bin ich schon in gewisser Weise blind. Wenn ich dann wieder verletzt bin hier so dermaßen. So. Zack, 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 zack. Bam, 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 bam. 230 Schuss habe ich drauf. Wenn ich nicht vorher sterbe. Oder vorher die Munition alle. Das passiert ja auch hier. Bevor ich noch fliege. Hier geht die Munition alle. So einen kleinen Bosskampf könnte das ja durchaus reichen. 230 Schuss, aber. Für diesen Gegner, das ist irgendwie OP hier die ganze Zeit. Ich meine ja nicht. Bis die Munition dann in irgendeiner Stelle alle ist. Dann mögt ihr sagen, ja, Zwerge gehe vorsichtiger mit deiner Munition um, aber. Ihr habt gut reden. Als Zuschauer. So. Ja. Hau mich hart. Schlag mich hart. Ach nö, stimmt ja, der war hinter mir. Jetzt müsste ich auch keine Heilung mehr haben. So, der Film, nicht gerade den großen Film. Aber was heißt groß? Der ist knapp 26 Minuten lang, aber ist halt aufwendig von der Art her, ist aufwendiger als so ein billiger Bosskampf hier. Das ist ganz gut geworden, finde ich, also für meinen ersten großen Spielfilm. Also ist jetzt nicht wirklich ein Spielfilm, sondern eher eine Dokumentation, aber dafür, dass es mein erster war, ja, schon nicht schlecht, finde ich, wie ich jetzt gesehen habe. Wie kann man sich antun? Anders als diesen Bosskampf hier, den, ja, Respekt für euch, wenn ihr euch den antut. Respekt an mich, den ich mir den antue. Wieso tue ich mir sowas an? Und die Munition geht auch zu Neige. Und wir sind noch nicht mal beim dritten Stadium. Ich sag's nur so. Ja. Ist ganz nett geworden, der Film. Ja.
Den Titel wollte ich euch auch irgendwie noch verraten, aber... Ah, scheiße. Hat nicht doch gepasst. Eigene Blödheit. Munition alle. Nice. Heilung auch alle. Weiß ich doch nicht. Ja, muss aber nachlassen. Hab keine Munition mehr, auch keine Heilung mehr. Oh. So, eine Waffe rausgenommen, ich weiß nicht, inwiefern das helfen soll. Und ich hier schon am Arsch bin. Und das war's schon fast, das ist wirklich gleich. So, nachladen, ja, lass dir Zeit. Du bist ja jetzt tot. Thank you.
3 Uhr 28 nachts. So behandelt Morgan seine Freunde. Ich hoffe, dass der Tod ihm mehr Frieden bringt als das Leben. Verbreitungsmethode. Das Schiff ist mit einer Drohne ausgerüstet. Das ist ihr Ausliefersystem. Sehr schön. Jetzt zeig mir die Ware. Reinstes T-Abyss. Noch gibt es keinerlei Impfstoff dafür. Ja, natürlich. Ein bisschen davon kann eine Stadt ins Chaos stürzen. Das wäre alles. Ich muss jetzt gehen. Wer hätte das gedacht, hä? Die fiesen Terroristen bekommen Unterstützung vom ehrwürdigen Commissioner der FEC. Wie du siehst, kannst du dich aus dieser Sache nicht so leicht rauswinden. Ich habe die BSAA offensichtlich unterschätzt. Und dich möglicherweise auch? Wir haben das hier aus dem Sperrgebiet bei Terra Grigia. Wir haben unsere Tests abgeschlossen, du kannst es also wieder haben. Direktor O'Brien, du verstehst doch sicher unser Dilemma. Ohne die Terra Grigia-Panik wäre dem ignoranten Pakt die bevorstehende Bedrohung doch gar nicht bewusst. Ja, da könntest du tatsächlich recht haben. Niemand hat das Recht, mich zu richten. Die Welt hatte meine Führung bitter nötig. Nur etwas vor. Du hast doch selbst gesagt, die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Aber ich bin nicht Dante und du nicht Vergil. Morgan Lansdale. Hiermit enthebe ich Sie des Amtes als FBC-Commissioner mit sofortiger Wirkung. Und ich verhafte Sie wegen des Verdachts der Verschwörung mit Veltro bei der Planung und Ausführung der Terra Grigia-Panik. Bei allem Respekt, Direktor O'Brien. Die BSAA macht einen riesigen Fehler. Wo habe ich das schon mal gehört? Jetzt kommt endlich die Wahrheit über Terra Grigia ans Licht. Ja, aber der Preis war hoch. Und die BSAA muss umstrukturiert werden. Der Sturm ist erstmal vorbei. Aber wie lange wird das bleiben?
War fast schon zu leicht, was? Dank der Firma ist morgen jetzt aus dem Spiel. Danke, Love. Schreib du bitte den Bericht dazu. Ach, übrigens. Warum lebt Parker noch? Dafür habe ich meine Gründe. Die BSAA ist gar nicht so blöd, wie ich dachte. Könnte noch hitzig werden. Ja, genau. Der Spaß fängt gerade erst an.